Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute hat Huawei das Mate 9 hier in München vorgestellt. Und naja, ich habe das schon mit Felix zusammen auf seinem Kanal ausgepackt. Video findet ihr unten in der Beschreibung. Aber ich dachte mir, okay, du fragst jetzt mal Technik-YouTuber, was sie von dem Handy halten. Und naja, genau das machen wir jetzt. Viel Spaß. Mein Highlight des Huawei Mate 9 ist auf jeden Fall der Akku. 4000 mAh ist ja schon ziemlich viel. Das war letztes Jahr auch schon ziemlich viel. Aber das Gerät ist dieses Jahr einfach nochmal einen Tick kompakter. Finde ich total cool, dass sie das in einem kompakteren Gehäuse untergebracht haben. Und der zweite Punkt ist natürlich das Fast Charging. Etwa 65 bis 70 Minuten ist der Akku komplett voll aufgeladen. Das ist schon ziemlich stark für 4000 mAh. Mir gefällt am Huawei Mate 9 ziemlich gut die Verarbeitung und auch die Materialwahl, denn die Rückseite besteht komplett aus Aluminium, beziehungsweise fast, denn nur ganz oben und unten gibt es einen kleinen Plastikstreifen, welcher für die Antenne da ist. Aber auch die Verarbeitung insgesamt ist ziemlich gut, es knarzt nichts und insgesamt finde ich, ist es ein solide gebautes Gerät. Gut, ja, ich werf gleich einen Mate 9 an deinen Kopf. Also, ein persönliches Highlight vom Mate 9, nachdem ich ja gestern Abend schon damit rumspielen konnte, ist ganz klar dieser 20 Megapixel monochrome Sensor auf der Rückseite. Gerade bei Nachtaufnahmen oder wenn man in dunklen Lokalen ist, wie wir das gestern Abend waren, und man dann dieses Monochrom-Feature einschaltet, wie damals schon beim Huawei P9, das ist hier, glaube ich, da muss ich mir das Mate 9 nochmal genauer hingucken. Das macht richtig, richtig Spaß, damit zu knipsen. Eins der Dinge, die mir beim Mate 9 persönlich am besten gefallen haben, sind auf jeden Fall... Was mir bei Mate 9 auf jeden Fall mitunter am besten gefallen hat, ist dieses grandiose Display-Oberflächenverhältnis. Denn wir haben hier zwar ein 5,9 Zoll Display verbaut, aber trotzdem ist das Gerät genau gleich groß wie ein iPhone 7, was ja bekanntlicherweise 5,5 Zoll hat. Und ich finde es einfach genial, weil man dadurch mehr Displayfläche bekommt und nicht ein größeres Gerät mit sich rumtragen muss. Zwar finde ich es schade, dass beim weißen Gerät noch so leichte schwarze Ränder zu sehen sind, aber im Großen und Ganzen ist es auf jeden Fall ein richtig, richtig guter Schritt in die Richtung. Das Display selbst hat zwar leider nur eine Full-HD-Auflösung, ich finde jetzt aber auf den ersten Eindruck sieht es gar nicht so schlecht aus und ich könnte zumindest ziemlich gut damit leben. Und zu guter Letzt mein eigenes Fazit. Naja, ich finde, das Handy ist echt cool und das überrascht mich, weil ich ja bisher nicht so ein riesen Huawei-Fan war. Ich finde es cool, dass wir diese Dual-Leica-Kamera haben. Ich bin gespannt, wie sie ist. Der Akku, der wird sehr geil sein, da bin ich sehr optimistisch. Ich meine 4000 mAh und dass man ihn auch so schnell aufladen kann, das finde ich richtig geil. Also ich bin echt mal gespannt, auch die neue Software und so weiter. Das sagt mir alles richtig zu und deswegen, naja, wird bald dazu ein Review auf meinem Kanal kommen. Also abonniert, falls ihr es noch nicht getan habt und dann sehen wir uns bald wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao.